Ich kann mir den Spaß nicht nehmen lassen. Ich zünd die hier beide gleichzeitig, hoffe ich damit an. Hallo, ich hab euch gesehen. Grüß dich. Dich sehe ich übrigens auch, Kollege. Mann, warst du schwer zu sehen. Puh, fast nicht entdeckt. Da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Let's go. Wir sind zurück. Und es fühlt sich gut an. Außer der Schnee, der passt mir gerade nicht so ganz. Für alle, die letzte Mal vielleicht nicht am Start waren, nicht mitbekommen haben, was auch immer, Highlight nicht geguckt haben. Wir haben an der Base ordentlich, ordentlich weitergebaut. Wir haben hier außen die ganzen Schädel gesetzt. Und hier fehlt gerade, sehe ich noch ein bisschen Stoff. Also bei manchen ist noch nicht ganz die Lampe fertig. Das können wir aber mal eben eigentlich machen. Dann haben wir ordentlich an der Base auch weitergebaut. Also so was Ziplines angeht. Wir haben ein bisschen angebaut hier noch, was außerhalb angeht. Also wir haben so ein bisschen was schon geschafft. Wir haben ja noch diesen Eingangsbereich gebaut hier mit dem Zaun quasi. Dann haben wir schon mal den Turm angefangen. Wir haben hier die ganzen Teile gefüllt für Holz zum Aufbewahren. Wir haben oben, wie ihr seht, am Dach und so weiter gebaut, haben die Ziplines gespannt. Wir haben hier ein bisschen angefangen für Steine und Co. dann zum Lagern. Ja, und heute geht's weiter. Lässt du bitte Kelvin in Ruhe? Lässt du bitte Kelvin in Ruhe? Der simuliert nur. Lässt du den in Ruhe? Der simuliert nur. Der liegt da schon seit letztem Mal rum. Der liegt da seit letztem Mal rum. Kannst du ihn bitte in Ruhe lassen? Ja. Und jetzt? Grüß dich. Was ist los? Warum kommst du mir so nah, Kollege? Okay, das reicht, das reicht. Wohin? Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Du hängst jetzt gleich nicht wieder in meiner Base. Kommen Sie mal hier hin. Komm hier hin, Junge. Komm hier hin. So. Und hier nochmal zwei. Damit wir kein Federproblem mehr haben. Und diesen Sommer jetzt, also Frühling, Sommer, Herbst, müssen wir wirklich einlagern. Einlagern, Sticks voll machen, die Sticks voll machen, Steine voll machen, die Steine voll machen, Holz voll machen. Hier drin die Regale füllen. Alles, also wirklich Vollgas. Junge, das funktioniert doch wunderbar. Eine automatische Lokfarm hier. Guckt euch das an, wie schön. Zack, böck, böck. Böck, böck. Alle hier direkt einsortiert. Ach, das schmeckt mir doch. Huckersüß. Huckersüß. Das heißt, wir werden jetzt einfach immer richtig viele Bäume fällen. Da, wo der ganze Haufen dann liegt. Eine Zipline kurz hin und her spannen. Wir können die ja immer wieder wegmachen und neu spannen und dann einfach alles einsortieren. Und dann, wenn immer richtig dick Holz unten ist, dann fangen wir wieder mit dem Zaun und so an. Der Winter ist vorbei. Ich glaube nicht direkt nochmal speichern hier. Warte mal, hier soll übrigens gar kein Baumstamm nachwachsen. Upsala, sorry Vogel. Upsala, upsala, upsala. Sorry, Bruder, ich habe keine Gnade. Ich werde niemals Gnade empfinden für euch. Oho. Junge, wollt ihr mich verarschen? Alter, wie unauffällig seid ihr drei denn? Achte mal da. Guckt was raus. Da guckt einfach ein Hintern raus. Da guckt ein Hintern raus und da guckt einfach die gesamte Mutantenausrüstung aus dem Haufen. Junge, das gibt's nicht. Der Wille zählt zwei oder was? Oh mein Gott, Moment, ey. Da muss ich aber eigentlich. Ich kann mir den Spaß nicht nehmen lassen. Ich zünd die hier beide gleichzeitig, hoffe ich damit an.
Hallo, ich hab euch gesehen. Grüß dich. Dich sehe ich übrigens auch, Kollege. Mann, warst du schwer zu sehen. Puh, fast nicht entdeckt. Da habe ich aber nochmal Glück gehabt. Junge, er ist aber auch ganz schlecht. Also er hier okay. Er hier okay, den sieht man wirklich kaum. Aber er hier ist ja wohl mal der Abs. Ist ja hier nicht dein Ernst, Junge. Junge, das ist jetzt hier wirklich nicht dein Ernst, oder? Ja, Digga, also du darfst leben. Aber du, Kollege, nicht um die Baumstämme in unsere Base zu bekommen. Ich werde nachträglich, wenn die Tore und so da sind, nochmal gucken, dass ich eine Seilrutsche baue in so Lagerstätten. Also wie früher das direkt an der Seilrutsche einmal irgendwo diese Teile stehen, die Lokteile, wo die Baumstämme reinkommen, dass die dann direkt automatisch da einsortiert werden und so. Und man die einfach nur noch runterjagen muss. Oh shit! Das hört sich nach vielen Gegnern an. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Angriff der Fettis oder was? Junge, Angriff der Sumo-Ringer. Junge, lass meine Base in Ruhe. Fass dir nicht an. Du bist eh zu fett, um da drüber zu klettern. Gib's auf. Oh, du lass meine Base in Ruhe da. Hä? Ich bin jetzt dreimal nicht getroffen. Okay. Oh, Alter, wie ist er denn vor die Wand gescheppert? Junge, Angriff der Fettis hier. Eine kleine Hütte für Kelvin. So eine kleine Hundehütte für Kelvin. Kelvin, du kriegst eine Hundehütte. Wenn du wieder lebst, hast du hier eine kleine Hundehütte stehen. Ist das nicht nett von mir, Kelvin? Komm. Und da sagt ihr immer, ich denke nicht an Kelvin. Ich bin immer so kacke zu dem. Schönen guten Tag, Herr Wurm. Boah, der tut so weh. Ja, der tut richtig weh, ne? Oh, ich habe keine Muni mehr. Junge, warum hängt es gerade so? Was ist denn jetzt los? Boah, der ist so böse. Einen kleinen Weg davor zu bauen. Fände ich auch sehr geil. Also ich fände auch, die Schaufel muss noch ein bisschen mehr ins Spiel eingebaut werden, als nur für das, wofür sie jetzt gerade ist. Junge, durchlöchert wie Schweizer Käse. Drink